Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Die Immobilie wird eigentlich weniger wert. Was wird mehr wert? Das Grundstück, haben wir gesagt. So, bei der Erbpacht. Achso, wer kennt den Begriff nicht? Wer kennt ihn? Ja, genau. Dann melden sich nämlich doch nicht. Ne? Dann, gut, ich bin jetzt mal nicht so fies und sage, definieren Sie es mal. Erbpacht heißt einfach, dass das Grundstück nicht dabei ist. Also das ist eigentlich das Wichtigste aus Sicht der Bank. Das Grundstück gehört oder wird nicht beliehen, weil das jemand anders gehört. Ja? In Oststeinbek, weiß ich nicht, gibt es ja ein paar reiche Bauern noch vielleicht, die Privaterbpacht vergeben. Müssen wir helfen? Ja. Ist das so? Ja? Ja? So. Das ist, wenn Sie es finanzieren wollen und müssen, immer problematisch. Wenn der Erbpachtgeber eine Kirche ist, ob es nun die katholische ist oder die evangelische oder Fatih Staat, also die Gemeinde hier aus Steinbeek oder in Hamburg, die Freie und Hansestadt Hamburg, dann ist das in der Regel unproblematischer. Ja? Aber für Sie eigentlich als Hauptinfo, ich würde mir das Erbpacht oder der Tipp an Sie, gucken Sie sich das Thema oder versuchen Sie es aus der Sicht des Bankers sich angucken. Anzugucken. Ich kann nur sagen, Grundstücke oder Häuser, die auf Erbpacht stehen, sind in der Regel 50, 60, 70% schwieriger zu finanzieren, als wenn Sie Grundstück und Haus zusammen kaufen. Mein Name ist Frank Theil und ich habe heute zum ersten Mal live ein Seminar bei dem Herrn Schütt mitgemacht. Ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Machen Sie weiter so. Ein zufriedener Teilnehmer. Vielen Dank. Baufinanzierung? Schütt. Du fängst an. Ein bisschen schräg. Dann, also der, ja, so. Ja! Genau. Der Mann mit den vielen Zahlen hat uns einen Lutscher versprochen. Was wird das los?